und willkommen zurück. Assassin's Creed, es ist ein Weilchen her. Und ja, wir haben jetzt wir sind jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr und wünschen deshalb noch ein hoffen, dass ihr ein schönes Weihnachten gehabt habt und oh, hör bitte auf mit diesem Gutmenschgerede, das passt absolut nicht zu dir. Und ja, oh, du. Selber schuld, wenn du dich abfüllen lässt oder so. Oh, Alter. Ja. Sie können zur Ablenkung heimlich töten, indem sie ein Messer werfen, jemanden von einem Dach stoßen oder ein... Wir haben jetzt noch, wir hatten schon das letzte Mal etwas darüber nachgedacht, wie viele Morde wir noch zu tun haben. Es waren tatsächlich mehr, die wir jetzt noch zu tun haben, als wir dachten. Also wir sind jetzt bei Nummer 6, genau. Ja. Haben jetzt 2 Morde erstmal und wer sich daran noch erinnern kann oder das alles hintereinander ansieht, je nachdem, der wird feststellen, dass der letzte dann vermutlich Robert sein wird. Oh Gott, das ist alle. Der Anfang ist natürlich noch 3 Tage her. Es hört sich irgendwie so vollkommen falsch an. Wo muss ich denn? Ihr dürft ja nicht passieren. Überall rennen sie rum. Da war gerade. Ja. Hier ist einer. Mir ist gerade was aufgefallen, als diese Computerstimme gesprochen hat. Ich weiß nicht, ob mir das nur so vorkommt oder ob das tatsächlich so ist, aber diese Computerstimme von der Frau hört sich ein bisschen an wie GLaDOS von Portal 2. Kann das sein? Ist einerseits ganz praktisch, weil da ich eine kleine sein. Spende. Ich bin andererseits, habt ihr Geld für mich? Ja. Was tut dieser Mann nur? Weg mit dem Abschaum! Was? Da hat jemand Steine nach dir geworfen, weil du ihm kein Geld gegeben hast. Das haben die noch nie gemacht. Nicht in meinem letzten Spiel. Schlechte Neuigkeiten, Bruder. Ich habe heute Morgen einen Templer getötet. Nun, das ist wohl eher eine gute Neuigkeit. Ich habe sogar einen Brief bei ihm gefunden. Ich gab ihn nur mal ihr. Aber eurem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, hat er ihn euch nicht übergeben. Nun, dann geht. Sucht nur mal ihr und nehmt den Brief in Empfang. Nur mal ihr. Das ist jetzt ärgerlich. Was denn? Weil du jetzt... Da unten ist die Flagge, aber ich kann sie jetzt nicht holen, weil ich jetzt nicht die Zeit dazu habe. Okay. Dann merkt ihr einfach, dass die bei dem... Ach nee, der wird ja dann nicht mehr angezeigt als Informant. Ja, wenn du nochmal starten musst, dann... Ja. Ja, sie hat gelesen, ausnahmsweise mal. Ist das schon wieder eine Flagge? Warte, da oben. Ja. Ach, du Experte. Ja. Bring dich ruhig in Schwierigkeiten. Immer. Er ist verrückt geworden. Er klettert eine Leiter rauf, die dazu da ist, raufzuklettern.
Oh mein Gott. Nicht übel. Nicht und übel. Ja. Tschüss. Pass auf, das sieht dich hier gleich wieder. Halt, ihr dürft hier nicht passieren. Ja. Gut, dann jetzt nochmal das Ganze zum Thema. Ja. Irgendwas. Weihnachten. Weiß ich nicht. Nee, Weihnachten ist vorbei. Ach, diese Kopfhörer sind irgendwie total ätzend. Ich höre da alles nur so gedämpft und irgendwie selbst meine eigene Stimme, das... Es geht mir halt irgendwie ein bisschen auf den Keks, naja. Gibt es einen Grund für diesen Schabernack? Ja, aber ich dachte halt, dass es so geht, aber ja, es macht halt nicht so. Ihr habt nichts hier zu suchen. Gehen tut's schon, aber es ist halt nervig. Sieh mal einer an. Du hast die andere Flagge nicht eingesammelt. Alter, hier. Nehmt dies. Ach, ich habe überall nach euch gesucht. Die absolut offensichtlich. Jetzt kann ich endlich zurück nach Masyaf. Zum letzten Mal habe ich meine Hilfe angeboten. Auf dem, wo du vorbeigerannt bist und dann runtergeflogen und dann gesagt hast, ja gut, dann kann ich sowieso nochmal von vorne starten, oder hast du die... Ach so? Nein, habe ich auf jeden Fall geholt. Genau, wie viel Zeit? What are you holler? What are you holler? Bitte, helf mir! Dann müssen die sich jetzt damit abfinden, dass ja nicht dauernd Action ist, oder was? Ja. Er versucht uns ständig. Na. Das ist das Problem. Da muss man sich wahrscheinlich wirklich irgendwann mal so eine Liste machen mit Themen. Irgendwie ist das... Bitte, Herr. Ich glaube... Nein, wir haben kein Geld. Wir sind arm. Ja, das ist halt... Man kann auch drüber reden, dass man nichts zu reden hat und wie scheiße das ist und... Ich hoffe, dass das Mikro nicht rumspackt, wenn ich hier dauernd an den Kopfhörern irgendwie... Ja, nee, ja, keine Ahnung, da... Hurra! Party! Party. Ja. Wir sind ja auch voll die Party-Menschen schlechthin. Ihr seid hier nicht erwünscht, Kerl. Wir sitzen bestimmt wieder zu dritt mit Tradi da, so. Ja. Schön. Sitz mal hier, kann mal reden. Nö. Das, Ich find's vor allem schön, mit der versteckten Klinge immer zu kämpfen, da muss ich nicht umspringen und so. Ich hab auch beim ersten Teil irgendwie immer, ich hatte den zweiten Teil mal angefangen und hatte den ersten halt dann immer noch gespielt und immer wenn ich dann den ersten Teil gespielt habe, habe ich versucht mit der versteckten Klinge zu kämpfen und es ging nicht. Ja, leider. Was?
Ja. Ich hab so eine nette Angewohnheit zu fluchen. Das ist Teil meiner Persönlichkeit. Ich möchte ihn sehen. Ich möchte ihn hören. Das kann ich veranlassen. Aber wir müssen vorsichtig sein. Es gibt immer noch viele, die sich der Erleuchtung verweigern. Sie könnten ihm schaden. Dann sind sie ignorant und ängstlich. Ihr scheint es ernst zu meinen. Aber kann ich euch wirklich trauen? Es schmerzt mich, dass ihr mir diese Frage stellt. Nun gut. Wir versammeln uns jeden Tag in der Madrasa. Er spricht zu uns und führt uns in die Stadt, auf das wir sie reinigen. Kann ich mich anschließen? Bedenkt, dass wir einen steinigen Weg beschreiten. Unsere Arbeit erfordert Opfer. Ich verstehe. Dann kommt und trefft euch mit uns. Wir werden sehen, wie stark ihr seid. Irgendjemand einen steinigen Weg beschreiben. Das würde mir ja noch fehlen. Steinigen. Nein, ich rede von dem Steinigen. Jemanden mit Steinen abwerfen, bis er blutet. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, sogar in manchen Ländern so in dem arabischen Raum noch aktuell. Kann das sein? Oh Gott, das muss so schrecklich sein. Und nur für heute habe ich alle Preise reduziert. Komm! Wie kann schon Tine sein und dann sieht Jack und denkt so, ich, nein, ich will Steinkopf. Ich will schön als Steinkopf sterben. Ach wirklich? Na, früher hat man das, also bevor es die Guillotine gab, hat man das mit einem Beil gemacht und das war meistens auch nicht besonders scharf und da hat man halt öfter zuhauen müssen. Ja, fast kopflose Nick. Aus Harry Potter, für alle, die es nicht kennen. Wenn doch, keine Ahnung, was er hier macht. Das sind alles Nerd-Sachen, die wir hier sowieso die ganze Zeit reden und wahrscheinlich. Ja, na klar. Obwohl ich eigentlich mehr so ein Fantasy-Nerd bin als so ein Science-Fiction-Nerd. Also, ja schon, aber halt Tribute von Panem und Maze Runner und sowas, das ist halt eigentlich nicht direkt Fantasy, sondern halt Fantasy-Science-Fiction und irgendwie verwirrt mich dieses Genre, aber ich mag es. Ja! Nein, Bogenschießen hat ein anderes Zeichen. Ich weiß nicht, das unbemerkte Töten ist im zweiten Teil wesentlich leichter. Nein, du darfst sie nicht hauen. Altair, mein Freund, ihr seid ein vielgesuchter Mann, so wie ich. Auch mein Kopf wird gesucht und ich muss meine Familie für die Reise in die Sicherheit nach Masya vorbereiten. Könntet ihr meinen letzten Auftrag im Austausch gegen Informationen für mich beenden? Einige Männer in Jubairs Quartier müssen eliminiert werden. Seid schnell, mein Freund. Alter, dieses Blatt gerade eben! Das ist da rumgeflogen, das sah voll merkwürdig aus. Erst von der einen Seite zur anderen und dann wieder zurück. Das sah so komisch aus. Alter, wie viele sind das denn bitte? Und jedes Mal, wenn ich das sehe, frage ich mich wieder, wie habe ich das geschafft, das wenigstens einmal zu machen? Weil mindestens einmal habe ich es ja geschafft. Ich hab das Spiel schließlich auch, naja, mehr oder weniger durchgespielt einmal. Nö, ich hab das alles gemacht, immer. Ich weiß nicht, ich bin bei sowas immer voller Vollständigkeit aus. Das würde mich übelst ankotzen, wenn da... Was wollt ihr?
müssen wir es ihnen nicht gleich tun. Dies ist ein Neubeginn. Lasst euch von Shuvair zur Erlösung führen. Lasset euch von ihm ins Licht führen. Noch lebt ihr eine Lüge, umgeben von falschem Wissen. Ich flehe euch an. Ah, hier hält sich's ja noch in Grenzen. Bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Und dafür müssen sie zahlen. Wo immer sie reiten, hinterlassen sie eine Schneise des Leibes. Was wollt ihr? Es ist ein Kreuzzug. Ein Kreuzzug für was? Ignoranz? Grausamkeit? Der Rumtreiber. Badum. Eine milde Gabe. Bitte nur ein paar Goldstücke. Da oben. Ich verstehe es nicht. Ich habe nichts. Weil er Bock drauf hat, vielleicht. Lass den doch da oben sein, Mann. Du schränkst seine Freiheit ein. Der will auch sein eigenes Gender haben, das auf Dächern rumläuft. Nein, wirklich, da hatte ich jetzt im Internet auch voll viele Videos gesehen und da gibt's irgendwie übelstes Volk an Gender und Gender Identity und so ein Quatsch. Also, ja, für manche Leute ist das halt kein Quatsch, aber ich finde es irgendwie total seltsam, weil es wirklich sowas gibt wie ein Sumpf-Gender oder so. Also irgendwas, jemand, der sich als Sumpf identifiziert. Und das ist ein Gender, also ein Geschlecht, ich weiß es nicht. Das verwirrt mich total. Ich meine, wie kann man sich denn als Sumpf fühlen? Das hat sich irgendjemand ausgedacht. Du kannst mir nicht erzählen, dass das wirklich jemand ernst nimmt, oder? Ja, super. Warum tut er das? Pass auf, der wirft gleich mit Steinchen. Du kannst nicht. Jedenfalls gibt es da halt auch haufenweise anderes Zeug, was irgendwie total an den Haaren herbeigezogen ist und wo du dir denkst, wer fühlt sich bitte wie das? Ja, keine Ahnung, da bist du halt schleimig, dreckig, stinkst. Alle, die dich anfassen, werden schmutzig. Was auch lustig war, ein Gender, das man nur im Kontext verstehen kann, wenn man irgendwie autistisch ist. Das heißt also, fast alle Leute bei mir auf Arbeit dürften das verstehen. Aber ich zweifle dran. Also nicht, weil die blöd sind oder so, sondern einfach, weil das blöd ist. Durch das Land. Und Tausende von Leben werden bei seiner Verteidigung verloren. Hast du sowas schon mal gesehen? Aber ich sage, es ist eine Ehre, deinen Dienste Gottes zu lassen. Im Kampf für das, woran wir glauben. Es gibt keinen größeren Ruhm als diesen. Backup geben. Ja, keine Ahnung. Jetzt, falls das irgendjemand guckt und sich angegriffen fühlt, es tut mir herzlich leid, aber bitte sag mir nicht, dass du dich als Sumpf fühlst. Ja, das geht nicht. Eine Lüge, umgeben von falschem Wissen, erdacht von Ungläubigen, die Herrscher des Volkes. Ich glaube, solche Leute würden das überhaupt nicht gucken, weil wir so menschenverachtend sind und weiß ich nicht. Ach, lieber Ach, heilige Scheiße. Ups. Wahrscheinlich. Oder wir lassen einfach was weg. Das, ja, ist gut. Er wird sich verletzen. Das ist ärgerlich, weil beim ersten Mal war es halt wirklich nur diese eine letzte. Und ich glaube nicht, dass das war, weil du gerannt bist, sondern einfach, weil du auf den draufgesprungen bist und die anderen so im Vorbeigehen einmal. Ah.
denn? Er erkannte, was getan werden muss. Verstand. Das habe ich überhaupt nicht vorgeschlagen, aber okay. Ja, aber wenn da so viele Leute sind, triffst du da nicht. Was wollt ihr denn? Aber ich frage mich, wie das so offensichtlich sein kann. Ich meine, der fällt ja praktisch dann einfach nur um und... Ach nee, da ist sogar eine Wache in der Nähe und sieht das nicht. Verstand, dass er die Wahrheit, die ihm zuteil wurde, verbreiten muss. Und so wie sich ihm ach, juck mich nicht, das ist zwar ein Kollege, aber was soll's. Was steht ihr da herum? Geht! Geh, geh, nicht geh. Diese Akzente sind auch irgendwie so übelst geil. Ach stimmt, ich glaube bei dem Auftrag ist mir sogar aufgefallen, dass die verschiedene Laufmuster haben. Also der eine zum Beispiel, den du jetzt gerade dort umgebracht hast, der war vorher irgendwie, ist der die Straße lang gelaufen. Und ist dann dort rein und da konnte man den halt relativ unbemerkt erledigen. Und das war irgendwie, ich weiß nicht, da habe ich dann irgendwie versucht, so ein Laufmuster rauszufinden und dann irgendwie so eine Strategie zu planen. Ich kriege schon auf. Alle deine Witze sind schlecht. Jedenfalls nicht der allgemeinen... Ah, egal. Es gibt keinen Grund, sich so zu verhalten. Ich habe nichts. Ich habe nicht gesagt, dass du unsozial bist. Ich sage nur, du bist eine schwierige Persönlichkeit. Das ist alles. Nein, das ist das. Noch lebt ihr eine Lüge, umgeben von falschem Wissen, erdacht von Ungläubigen. Nein, tust du nicht, du kleiner Rebell. Bitte, eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Was tut dieser Mann? Nein, geht nicht. Tun, was du für richtig hältst, oder was? Welcher Lehrer würde einem sagen, dass man rebellisch sei? War das dein Kunstlehrer? Gepriesen sei sein Name. Mit uns sein Werde. Auf dass er uns den Sieg schenkt. Das ist der Lehrer, oder? Was wollt ihr? Oh. Ja, irgendwie ist unsere Generation aber witzigerweise gerade die, die am wenigsten rebellisch ist. Fragt sich nur warum? Vielleicht weil alle viel zu sehr damit beschäftigt sind. Ja, das kann sein. Aber man kann auch faul sein und rebellisch, indem du halt faul bist, obwohl du was machen sollst. Und ja, dann bist du halt nicht aktiv rebellisch, sondern eher passiv rebellisch, aber das funktioniert auch. Du weißt das. Ich wollte dir gerade sagen, dass hinter dir einer ist, aber... Nein, wirklich? Hayret. Sanki yer yarıldı, içine girdi.
ich das dann später noch machen muss. Tja, wir haben... Eigentlich haben wir die Folgen doch jetzt immer 20 Minuten lang gemacht, oder? Ja, aber ich dachte, wir wollten die jetzt mal kürzer machen. Und so wie sich ihm der rechte Weg eröffnete, so wurde er auch mir offenbart. Typi und dann beenden wir, da kann man ja die Folge beenden, weil in 5 Minuten kriege ich das eh nicht mehr hin. Ach, wir können das auch einfach offscreen machen. Dann machen wir das diesmal auch wieder offscreen. Ich weiß nicht, ich bin gerade sowieso nicht irgendwie in der Stimmung da. Alles nach Weihnachten vollgefressen und so. Und dann sollst du lustig sein. Auch wenn du sonst immer nicht bist. Naja, dann bis zum nächsten Mal. Hurra! Wir schalten euch wieder ein. Das klingt so bescheuert.